Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauer und ihr Racer von der WRX Isle of Man. Wir starten hier live jetzt die Streckenauslosung für die kommende Saison, für die Season 2C. Und dann begrüße ich natürlich auch mit mir hier im Chat den Veranstalter dieser Trophy, den Nick Entity Racing. Nick, herzlich willkommen zur Auslosung. Ich grüße dich. Hallo, grüß euch, servus. Freut mich, dass ich auch wieder dabei sein kann. Ich Grüße hoffe, man dich. hört mich. Hallo, grüß dich. Wenn man vielleicht im Stream da im Chat kurz dann. Ja, man hört dich. Man hört mich super, Und dann cool. erstmal alle im Chat begrüßen den Iceman Alpha, unseren fünffachen Champion der WRX Isle of Man. Den begrüßen wir natürlich recht herzlich, wie auch den Lancer-Treiber, den Drittplatzierten und der Hagi. Der Batet hier, der Zweitplatzierte der letzten Saison und Superhero. Guten Abend. So, und da wir gerade hier bei Ja, den herzlich Ergebnissen willkommen auch von sind, mir. genau, da bin ich. Servus. Und da habt ihr euch nochmal das Endergebnis der letzten Season, haben wir euch hier nochmal eingeblendet. Und zwar, wie schon gesagt, herzlichen Glückwunsch hier nochmal an den Iceman Alpha. Mit 488 Punkten, Position 1 und das fünfte Mal den Champion geholt hier in der WRX Isle of Man. Natürlich auch herzlichen Glückwunsch hier nochmal an den Hagi mit 430 Punkten. Er hat hart gekämpft, um hier dem Iceman Parole zu bieten, hat aber am Ende dann doch nicht ganz gereicht. Da fehlen 58 Punkte leider zum ersten Platz. Aber war eine sehr spannende Saison und ich freue mich natürlich schon wieder auf die nächste Saison. Und hier auch nochmal an den Lenzer. Herzlichen Glückwunsch für den dritten Platz. 80 Punkte Differenz auf Platz 1, Platz Nummer 3. Der vierte Platz ging an den GFDET mit 316 Punkten. Auch da herzlichen Glückwunsch. Der Jim Carroll hat hier den fünften Gesamtplatz geholt mit 281 Punkten. Vor dem Nick hier auf Platz 6 mit 234 Punkten. Dann der Chaos Racer auf der 7 mit 230 Punkten. Strati auf Platz 8 mit 217 Punkten. Knapp dahinter mit 211 Punkten der Manausen auf Platz 9. Dann der Milchkutscher mit 191 Punkten auf Platz 10. Auf Platz 11 der Ossi mit 164 Punkten und auf der 12 der Ciao bis dann, der Micha hier mit 144 Punkten. Also nochmal herzlichen Glückwunsch an alle Fahrer, die dabei waren. Dem möchte ich mich natürlich auch anschließen. Herzlichen Glückwunsch. Man sieht, es ist teilweise recht knapp geworden. Auch Chaos Racer hat dann am Schluss nur 4 Punkte weniger als ich. Also ich habe da schon geschwitzt und es ist sich aber gerade noch ausgegangen. Um 4 kleine Pünktchen bin ich noch vorne geblieben. Genau, so, dann habt ihr hier im Überblick mal den aktuellen Rennkalender. Änderungen natürlich vorbehalten, aber so sollte er eigentlich stattfinden. Das erste Rennen am 10. April mit dem normalen Asphalt-Tagrennen. Das zweite Rennen am 24. April auch mit einem Asphalt-Tagrennen. Das dritte Rennen am 1. Mai ist das Nachtrennen. Das vierte Rennen ist am 8. Mai, auch wieder Asphalttag. Am 15. Mai ist unser Schotterrennen. Am 22. Mai Rennen Nummer 6 Asphalt. Am 29. Mai Rennen Nummer 7 die Langstrecke. Am 5. Juni wieder ein Tagrennen auf Asphalt. Dann am 12. Juni das neunte Rennen ist das Regenrennen. Und dann nochmal am 19. Juni Asphalt und am 26. Juni dann das Finale, ebenfalls Asphaltrennen. Eine kleine schlechte Nachricht habe ich für euch. Die ersten zwei Rennen kann ich leider nicht live für euch streamen, da ich geschäftlich weg muss. Ich bin fast 3 Wochen unterwegs, beruflich bedingt. Aber ich habe einen super Ersatz für euch gefunden und das ist nämlich mein guter alter Streamer-Kollege, der Don Camillo. Und da bedanke ich mich auch nochmal recht herzlich bei dem Don, Ja. dass er hier die ersten beiden Rennen für mich übernimmt und euch natürlich Super Racing zeigen kann am Bildschirm.
Da möchte ich mich auch gleich an dir anschließen. Ebenfalls Dankeschön, dass es das so relativ kurzfristig doch einspringt und freut mich. Danke. Genau. So, jetzt wollen wir euch aber nicht lange auf die Folter spannen. Wir starten jetzt die Auslosung. Und zwar fangen wir an mit dem ersten Rennen, 10. April Asphalt. Genau. Und da gehen wir. Nee, das war das Fall. Wo haben wir es denn? Da. So, da sind wir. So, Ladies and Gentlemen, erstes Rennen. 10. April. Stream von Don Camillo. Asphaltrennen und wir starten das Glücksrad. Und dann schauen wir mal, welche Strecke im ersten Rennen gefahren wird. Und let's go! So, es dreht sich, schau mal, 10. April, also eigentlich diesen Sonntag, beginnen wir mit. In Japan auf Autopolis International Racing Course. Sehr gut. So. Gehen wir hier nochmal. Nee. Ja. Also 10. April, Autopolis. Mal den entfernen. Wird um 9 Uhr sein, der Ortszeit und wolkig. Okay. Und wie gesagt, die aktuelle Liste gibt es dann wieder im Discord. Natürlich. So, zweites Rennen, 24. April. Ebenfalls wird das vom Don Camillo gestreamt. Am 17. April ist ja Ostern. Da ist natürlich rennfreier Sonntag. Ja, also das Osterwochenende findet kein Rennen statt. Das zweite Rennen findet, wie gesagt, am 24. April statt. Genau. So. Zu Ostern Dann, muss der Osterhase rennen. genau, der Osterhase muss Am mit seinen Ende kommt Eiern es rennen schon. fahren. Okay, 24. April, Rennen Nummer 2, let's go! Oh! Ihr seht's? Nürburgring! Ja, Iceman Alpha. Sonntag, Ostersonntag ist ein rennfreier Sonntag. Dann könnt ihr mit euren Familien die Ostereier suchen. So, Red Bull Ring. Ah, entschuldige, nicht Red Bull Ring. Falsch. Nürburgring haben wir Nürburgring, gesagt, ja? Grand Prix-Strecke am Ja. 24. April. Warte, das muss ich mal gleich eintragen. Diesmal über den richtigen Nürburgring. Jetzt haben wir es. 17 Uhr bei klarem Wetter. 17 Uhr bei So. klarem Wetter. Jetzt kommt der 1. Mai, das Das ist ein ist ein Nachtrennen. Ah So, nein, dann das machen wir ja dabei noch nicht. Somit ist machen wir erst die leider. Asphaltrennen fertig, Genau, würde ich machen wir sagen. die Asphaltrennen Weil jetzt haben wir es fertig. gerade offen. Genau. So, und da ist dann der 8. Mai. Rennen Nummer 4, Asphalt. So, die Spannung steigt. Let's go! Auch wieder legendäre Strecke. Francorchamps, Belgien. Ja. Da Entfernen. fahren wir um 11 Uhr bei wolkigem Wetter, aber es regnet nicht. Das ist ja schon einmal etwas. So. In GT7 wird es vielleicht dann anders ablaufen mit dem Wetter. Das müssen wir uns noch anschauen, wie man das am besten einsetzt. Ja, genau, da muss man gucken, wie das, aber muss man sich dann, ist dann halt eine Packung, eine Wundertüte sozusagen, ob es dann regnet Ja. oder nicht. So, dann kommen wir zum Rennen Nummer 6, Asphalt, 22. Mai. Genau. Dann die Spannung steigt. Let's go. Mal geht's ins Elsass. Alsace Dorf, Alsace Village. Für Rennen Nummer 6.
nächste, aber das nächste Rennen wäre jetzt dann die Langstrecke. Das heißt, wir machen jetzt den 5. Juni. 5. Juni, Rennen Nummer 8. Let's go! Oh, dann geht's nach England. Auf den englischen Rasen nach Goodwood. Servus, Marcel. Und Marcel, genau. Servus, grüße dich. Also, das war Rennen Nummer 8, 5. Juni, Goodwood. Genau. Dann am 9. haben wir wieder ein Regenrennen. Das heißt, das lassen wir dabei. 12. 12. Juni ist Regenrennen. Genau, dann machen wir 19. Juni. Rennen Nummer 10. Hallo, servus Chris. Chris, servus, guten Abend, grüß dich. So, Rennen Nummer 10. Boah. Sardinia, Rot Track A. Okay, das heißt, wir müssen den Rot Track B jetzt rausnehmen. Genau, also den Dummer entfernen. Sardegna Rot A entfernen. Ende Nummer 10. Sardegna Rot A raus. Und Sardegna Rot B verschwindet. Ebenfalls. Ja, nur die zweite Version. Genau. So. Aber dann geht's. Die gleiche oder ähnliche Strecke, wenn man natürlich nicht fahren wollen. Das wäre blöd, genau. So, und dann geht es jetzt natürlich ums Finale. 26. Juni. So, Finale. Und das machen wir jetzt noch ein bisschen spannender. Können wir das einfach mal hier eine Minute leiern lassen, ne? Jungs, was haltet ihr davon? Eine Minute, oder? 60 Minuten? 60 Sekunden? 60 Minuten, noch, 60 Minuten? Nein, nein, 60 Sekunden. Und let's go! Finale! 26. Juni. Die Spannung steigt. Ja, es sind nur einige Strecken dabei. Es ist Barcelona dabei. Wir haben BB Raceway, Brands Hatch, Dragon Trail, Seaside, Kyoto, La Maggiore, Red Bull, Sardinia, haben wir noch gelöscht. Suzuka ist auch noch drin im Top. Willow Springs, der Horst Siegmeier. Es wird spannend. Das sehr interessant. Ah, dreht und dreht und dreht. Oh, wow, ich ahne Schlimmes. Ah, springt auch noch rum. Ja, was sieht? Ah, springt er noch oder springt er nicht? Die Jungs wünschen sich Pipi-Nase. Nein, es ist Barcelona. Barcelona in Spanien, das Finale. Okay. So. Auch 26. Juni, Finale in Barcelona. So, jetzt genau. Gehen wir auf das Nachtrennen für den 1. Mai. Und das ist auch das erste Rennen, wo ich wieder für euch da bin, am 1. Mai. So, Nacht. Und da haben wir zur Auswahl Tokyo Expressway, South Außen Ring oder Mount Panorama. Die beiden Strecken stehen zur Auswahl. Ich habe die natürlich hier nochmal doppelt und dreifach reingemacht, dass das ein bisschen spannender ist. Und na gut, dann schauen wir, wo wir in der Nacht fahren. Es gibt ja, wie ihr wisst, nicht so viel Auswahl natürlich. Genau. So, Iceman Alpha schreibt schon Mount Panorama, also Bratwurst. Und wie gesagt, die andere Option ist dann Tokyo Expressway. Also, Hagi sagt auch Mount. Ja, wir lassen uns mal überraschen. Let's go! Let's get it to Rumble. Nachtrennen. 1. Mai. Minute 60. Weil es sind bloß zwei Strecken zur Auswahl, dass das wirklich spannend leiert.
Lenzer sagt Tokio, Leck Panorama. Und Marcel schreibt, oh, nach drin, genau meins. Oh. Die Spannung steigt. Springt er noch rum oder bleibt er hängen? Tokio. Moin, Tim. Servus. Grüße dich. Servus. Also, ihr habt es gesehen, das war ganz knapp. Ist er noch auf Tokio hier hängen geblieben. Also, Nachtrennen. Tokio Expressway. Südlicher Außenring. Genau. Jetzt gehen wir zu den Schotterrennen. So. Schotterin wäre am 15. Mai. Genau, 15. Mai. Schotter. Da haben wir auch so. Zur Auswahl. Genau, da haben wir Colorado Springs League und Sardena Windmühls. Die beiden gehen zur Auswahl. Die Entweder haben wir ja letzte Saison gemacht, deswegen ist sie diesmal nicht dabei. Genau. Colorado Springs oder Sardena Windmühle. Wir lassen das Rad entscheiden. Let's go! Auf das Sandeckner muss hängen. Ja. Die Schotterstrecke steht fest. Sardena Windmühl. So, das nächste wäre dann das Langstreckenrennen. Genau. Renntag 7, 29. Mai. Langstrecke. Da haben wir drei zur Auswahl. Da genau. Haben wir die grüne Hölle. Genau. Nordschleife, die grüne Hölle oder Le Mans. Mit Schikane natürlich. Oder Sandrohr B. So. Das wird auch wieder eine Minute leiern. Ich denke mal, die Fahrer wünschen sich doch alle grüne Hölle, oder? Auf der Langstrecke. Oh ja, grün bei Nacht. Nee, Nacht leider nicht, ist ja die Langstrecke, ist tagsüber. Genau. Okay, let's go. Aber mein Favorit ist für die Langstrecke immer Le Mans. Ja. Aber gut. Also hier gibt's gerade unterschiedliche Meinungen. Ja. Der Jim sagt niemals Green Hell. Wie gesagt, kann nichts machen. Das macht das Rad für sich alleine. Ich glaube, sieht fast so aus, dass es grüne Helle wird. Oder macht er noch einen Schnapper rum auf Le Mans? Er macht den Schnapper noch rum auf Le Mans! Tatsächlich. Das war jetzt wirklich sehr knapp. Ja, das war wieder ganz knapp. Aber ihr habt es gesehen. Le Mans. Für das Langstreckenrennen. So, ja. Da haben wir jetzt noch das Regenrennen am
12. Juni, das müssen wir noch. Genau, das wäre das Renntag 9. Da haben wir drei zur Auswahl. Den Red Bull Ring, die GP-Strecke diesmal. Dann gibt es Spa natürlich. Das heißt, wir könnten Spa auch bei Regen fahren. Aber Spa sollten wir vielleicht rausnehmen, oder? Nein, das passt schon. Nicht? Einmal trocken, einmal im Rennen. Einmal trocken, einmal rennen. Okay, alles klar, dann lassen wir mal es drin. Oder eben Tokyo Expressway Central Outer Loop. Genau, also zentraler Außenring, genau. Spa oder der Red Bull Ring in der Kurzvariante. So, also, let's go für das Regenrennen. Rennen Nummer 9, 12. Juni. Spannung steigt. Nix seiner Heimstrecke, Red Bull, huscht vorbei. Sieht's diesmal aus. Und Swiss Racer, servus, grüße dich. Moin. Swissy. Und es ist Tokio, zentraler Außenring für das Regenrennen am 12. Juni. Genau, 12.30 Uhr Ortszeit bei Regen. Ja. Aber wie gesagt, die Kapelle werde ich jetzt dann gleich herrichten und auf Discord natürlich veröffentlichen, also die Tabelle, den Rennkalender. So, okay. Aber jetzt geht's weiter mit den... Mit den Startern. Und was mich ja sehr freut, ist, dass wir ein... Was? Volle Starterfeld haben diesmal. 15 Starter am Start, wenn sie alle teilnehmen. Das heißt, eine randvolle Lobby. Das wird richtig hart. Sagt Marcel auch, ja, dann müsst ihr euch richtig zusammenreißen. Da sind 15 Autos auf der Strecke. Aber das freut mich, dass wir hier mal eine richtig volle Lobby haben. So, ja. Und wir lösen das jetzt auch mit dem Glücksrad aus. Und wir fangen an mit Startplatz Nummer 15 im ersten Sprintrennen. Aber ich sag mal, wer dabei ist. Da haben wir den Hagi mit am Start, den Chaosracer. Den Chris, den Dead, Iceman Alpha, Jim Carroll, Lancer Driver, Hermannhausen, dann neuer Fahrer in der neuen Saison hier, der Marcel, Milchkutscher, Nick, Entity Racing ist mit dabei, der Hossi, der Starfighter, der Strati, auch mit neu dazugekommen hier, der Swissy, der Swissracer, das freut mich auch, dass er hier den Weg gefunden hat. Zu euch in die WAX und natürlich hier der Ciao bis dann und auch neu dazugekommen ist, habe ich vergessen, der Chris natürlich hier, ne? Genau. Der ist auch mit neu dabei bei der WAX. So. Die Reihenfolge hier ist natürlich alphabetisch. Ja, genau. Das ist jetzt auf dem Glücksrad natürlich anders, da ist es durcheinander. Das ist ganz klar. So, dann fangen wir mit dem hintersten, den letzten Startposition an, mit P15. Genau, Platz Nummer 15. Wer von den 15 Fahrern startet auf? Aber nicht zu lange, bitte. Der 15 ist 20 Sekunden. Ja. Das ist okay. So, also Platz Nummer 15 in der Season 2C geht an. Jim. Jim Carroll, dich hat es leider getroffen, dass du hier von Platz Nummer 15 starten musst im Rennrennen. So, dann tun wir den Jim entfernen aus der Liste.
Du schreibst natürlich mit Nick, ne? Ja. So, Jim startet von 15. So, Platz Nummer 14. Genau. Geht an. Wow, es sind 15 Plätze, sind voll, ne? Strati! Müssen wir nachfahren, Jan. Strati ist Strati auf Platz Nummer 14. Nummer 14. Strati geht von Platz Nummer 14 ins Rennen. So, jetzt geht es um Platz Nummer 13. Platz Nummer 13. Let's go! Genau. Wer sie waren angemeldet. Hossi auf Platz Nummer 13. Der Hossi. Okay. So, dann Platz Nummer 12 geht an. Bis an den neuen Fahrer. Chris, Platz Nummer 12 gehört dir. Aber hattest du nicht gesagt, dass nur drei Leute von ihm mitfahren können? Ja, wir haben aber das für diese Saison jetzt Ausnahmen. Ja, ah, okay. Okay. Deswegen, dass jetzt ist auch Swiss Racer dabei. Also Platz Nummer 12 geht an den Chris. So. Gut. Platz Nummer 11. Das muss ich. Hast du gedrückt? So, Platz Nummer 11. Let's go. So, Platz. Oh. Zweites Platz Nummer 11 geht an unseren Butthead, an unseren Hagi. Hagi, kannst du wieder nach vorne kämpfen vom Platz Nummer 11. Obi, sagt der Obi. Ja, das Glücksrad. Ja. Deswegen heißt das Glücksrad ja auch Glücksrad. Ne? Entweder hat man Glück oder keins. Aber nicht so schlimm. Das zieht sich ja dann eh alles wieder. Ist ja nur für das erste Sprintrennen. Die Startung. So, Platz Nummer 10. Let's go. Und auf Platz Nummer 10 darf der Lenzer antreten. Kommen wir zu Platz Nummer 9. Ja, Lenzer auf 10. Gut, ja. Platz Nummer 9 geht an. Platz Nummer 9 geht an den Platzbesser. So, die Spannung wird höher. Acht Plätze sind noch zu vergeben. Platz Nummer 8 geht an.
Platz Nummer 8 geht an den Manu, an den Manausen. So, Platz Nummer 7. 7 Fahrer sind noch auf dem Plan. Platz Nummer 7 geht an. Marcel. Platz Nummer 7 erbt hier der Marcel im Sprintrennen. Ersten Start der neuen Saison. Wie gesagt, jetzt noch einmal wegen Leopard. Ich muss mir das anschauen. Da dürfte mir ein Fehler unterlaufen sein. Also bitte, ich werde es ausbessern. Nur wie gesagt, ich kann es jetzt natürlich nicht gleich machen. Ich muss mir das dann schon anschauen. Gut, so. Machen wir aber bitte jetzt weiter. Jetzt geht es um Position 6. So, Platz Nummer 6. Platz Nummer 6. Geht an die Schweiz oder nach Österreich? Geht an die Schweiz, an den Swiss Laser, neuer Fahrer für die Saison. Platz Nummer 6 hier, ja, den Swissy. Ich habe gerade erst meinen Alphas Kommentar gelesen. Da. Okay, so, dann tun wir mal den Swissy. Ich hoffe nicht, dass ich vorne bin. Gott sei Dank war es bis jetzt noch nie der Fall, aber... Jetzt noch? 2, 3, 5 Plätze vergeben. Platz genau, Nummer 5. Wir fangen 5. Geht. Mit Platz 5. Platz Nummer 5. Ja, das sieht auch nach dem Eismann aus hier. Da soll schon 5 ins Rennen gehen. 5 Kriege. 5 mal die Tropik geholt und startet vom Platz Nummer 5. Besser kann man es doch nicht machen, oder? Also, Iceman Alpha hier startet von Platz Nummer 5. So, jetzt haben wir noch 4 Fahrer im Feld. Platz Nummer 4 geht an. Nummer 4 geht an den Micha, an den Jobstern. Herzlichen Glückwunsch. Genau. So, jetzt Jobstern. Genau. So, dann haben wir den Milchkutscher, den Dad und den Nick. Sabotage kann es doch nicht sein, Advertisement. So, Platz Nummer 3. Gib an den Dead. So, aber dann wollen wir das ein bisschen spannender machen. Dann geben wir den beiden hier nochmal eine 50-50-Chance. So, und jetzt geht's um P1 im ersten Sprintrennen. Das im Übrigen, wo stattfindet, Autopolis. Diesen Sonntag. Heißt alles Alpha sagt Nick P1. Ich kann es nicht beeinflussen. Deswegen mache ich das jetzt so.
Das. Oh. Das. Und dann, ja, auf die Minute ist das nochmal eine andere Konstellation. Schwierig. So, und dann, jetzt geht's um die Wurst. Platz 2 oder Platz 1? Wer kriegt was? Nick oder Milchkutscher? Wer erbt hier die Pole für den ersten Start? Let's go! Somit ist es entschieden. Die Pole geht jetzt hier natürlich an den Nick. Eigentlich Milchkutscher. nicht, eigentlich Nee, gehört eigentlich der die zu den Milchkutscher, gell? beiden. Ja, du Ja, bist auch eben. zwei, ja, genau. Wenn man da Reihenfolge macht, ist es zwei. So ist es. Also Wir haben jetzt P2 ist ausgelost. der Das bin Nick auf ich. der zwei und dann natürlich haben wir den Milchkutscher hier auf der So ist Pole. es. Genau. So. So, dann wie gesagt noch einmal, ich werde mir das Ganze anschauen und werde mich natürlich mit denjenigen allen zusammen in Verbindung setzen, wie wir das am besten lösen können jetzt. Da dürfte, wie gesagt, mir ein Fehler unterlaufen sein, muss ich mich ja mal vorab entschuldigen. Aber wie gesagt, das werden wir noch ausbügeln und dann werden wir schauen, wer jetzt wirklich da wann dazu gekommen ist und sich angemeldet hat. Wie gesagt, die Zeit der Reihenfolge, das ist ja relativ einfach nachzuvollziehen und das werde ich ganz einfach machen. Aber tut mir leid, das war ein Fehler von mir. Aber sonst glaube ich, hat alles ganz gut funktioniert. Danke auf jeden Fall, MV Iceman. Natürlich gerne. Und hier habt Ja, ihr noch super mal. Arbeit von dir, weil du machst immer die ganze Arbeit Ja. mit den Ja, du Rädern machst und ja so auch viel weiter. Arbeit. Du machst ja auch sehr viel Arbeit. Gibst ja auch immer Mühe mit den ganzen Ergebnisse und Event aufstellen und so weiter und so fort. Natürlich auch noch mal herzlichen Dank an dich. Und hier seht ihr noch mal den Kalender. Heute, 6. April, wie gesagt, war die Auslosung. So, das erste Rennen startet jetzt am Sonntag, dem 10. April. Dann beim Don Camillo auf dem Kanal. Da Richtig. ich, wie gesagt, leider arbeitstechnisch die nächsten 3 Wochen nicht zu Hause bin, hat das Aber mein guter, geschätzter Kollege, der Don Camillo, hier du übernommen. bist, Und den glaube ich, kennt er ganz ja gut auch. vertreten. Natürlich, das Danke wird auf er jeden auch. Fall. Und die Genau. Uhrzeit nach wie vor Startzeit um 11 Uhr, also das verändert sich deswegen ja nicht. Genau. Und am 15. April mache ich dann die Auslosung für die Gruppe 3. Und dann geht es eigentlich schon wieder weiter nach Ostern mit am 23. Mit dem ersten Renntag der Gruppe 3. Also da geht es eigentlich schon los wieder mit vollem Programm. Und die erste Hammer-Time wird am 26. April dann sein. Genau. Und am 24. April das zweite Rennen der WRX auch nochmal bei Don Camillo auf dem Kanal. Und am 30. April dann das zweite Rennen der Gruppe 3 beim Nick auf dem Kanal wieder. Und mich sieht er dann wieder am 1. Mai zu Renntag Nummer 3. Super. So. Genau. Dann wünsche ich euch natürlich für die Rennen viel Glück. Toi, toi, toi. Ich gucke natürlich selbstverständlich mal rein. Feuer euch mit an, Sehr gut, freue mich. wenn ich nicht gerade unterwegs bin und fahren muss. Das schauen wir mal, aber kriegt mal hin. Und wie gesagt, Na. Ostern natürlich rennfrei.
Natürlich genau, wünsche ich euch. Der einzige Sonntag, wo man eigentlich nicht kann, ist der Ostersonntag. Ansonsten eigentlich. Genau. Kann man immer. Na wünsche gut, ich euch natürlich auch schöne Ostern. Saison. Genau. Eine tolle Saison. Guten Start in die Saison. Dann natürlich ein schönes Osterfest. Und Eismann schreibt: Ciao, bis dann. Genau. Also. Wie gesagt, ihr kriegt es auf den Discord-Server. Ich muss mir das jetzt noch ein bisschen genauer anschauen. Jetzt wird es natürlich ein bisschen länger dauern. Aber ihr werdet informiert, wie das jetzt abläuft, mit den, wer wirklich startet. Okay? Gut, danke auf jeden Fall. Bis später. Pfiat euch. Genau. Also, ich danke euch auch fürs Zuschauen. Herzlichen Dank dafür. Wie gesagt, tollen Start in die neue Saison. Viel Spaß beim Rennen. Bleibt fair. Fahrt fair miteinander, geht fair miteinander um, aber da habe ich bei euch keine Sorgen. Und gebt dem Don Camillo auch ein Like, wenn er da reinguckt. Wie gesagt, die ersten zwei Rennen bei Donny auf dem Kanal. Also, ich wünsche euch was. Bis denn. Wir sehen uns im Mai wieder. Euer Iceman. Macht's gut. Ciao.